Wir nähen heute eine Handtasche aus einem IKEA-Teppich und dann verlosen wir sie. Beziehungsweise wir verlosen zwei. Wir machen zwei und wir verlosen zwei. Vielleicht brechen wir dieses Video einfach ab. So, und ihr kennt den wahrscheinlich alle, diesen Teppich. Gab es bis vor kurzem bei IKEA auch in Blau und in Rosa noch. Ich habe ihn jetzt letztes Mal nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es ihn nicht mehr gibt oder ob er einfach gerade ausverkauft war oder sowas. Was es jetzt gibt, ist der hier. Der ist fast noch schicker, beziehungsweise natürlich einfach ein anderer Look. Der ist halt einfarbig und hat nur so Streifen eingearbeitet. Diese Henkel, die kann man sich online bestellen. Man kann natürlich auch einfach irgendwie ein schönes dickes Band nehmen, was man da hat. Aber das fand ich ganz cool, weil die halt so richtig professionell nach Henkel aussehen. Also es sind professionelle Henkel. Die sind hier so perforiert. Das heißt, die kann man da einfach annehmen. Und dann haben wir eine professionelle Handtasche. Legen wir mal mit dem hier los, oder? Ich hole mal meine alte Handtasche, um mir mal anzugucken, in welchen Abständen ich das gemacht habe. Die ist natürlich schon ein bisschen ausgebeult. Und ich finde, das ist fast ein bisschen knapp. Das könnte man fast ein bisschen weiter runtersetzen und ein bisschen breiter machen hier. Also beginnen wir damit, uns oben diese Kante abzustecken, also dass das auf beiden Seiten so runtergeklappt ist. Das stecke ich mir jetzt kurz fest und dann kommt es so zusammen. Es ist sogar schon so schön vorgefaltet. Und dann gehen wir es erstmal mit der Nähmaschine drüber. Muss man halt nur gucken, dass man beide Seiten dann gleichmäßig macht. Wir haben überlegt, ob wir die Handtasche überhaupt nochmal nähen sollen, weil ich habe ja schon eine. Das hat sich jetzt aber ganz gut getroffen mit dem 20.000 Jubiläum auf diesem Kanal. Also wir sind mittlerweile 20.000 DIY- und Bastelbegeisterte und das freut uns natürlich mega, dass wir hier so eine super kreative Community haben mittlerweile. Und wir haben gedacht, so eine Handtasche wäre vielleicht was für euch und darum machen wir heute direkt zwei. Also wenn ihr Lust habt, eine von beiden Handtaschen zu gewinnen, dann lasst mir einen Kommentar da unter diesem Video. Und ja, dann lasst mir euch in der Infobox wissen, bis wann das Gewinnspiel läuft und so, weil wir wissen immer nicht genau, wann es online geht und dann drücke ich euch die Daumen. So, möglichst gleichmäßig. Kann man natürlich auch messen. So, und jetzt kommt der Nähpart. Wie ihr wisst, ist das wie immer mein Lieblingsteil an solchen Projekten. Meine Nähmaschine und ich, wir verstehen uns hervorragend. Das ist hier unten relativ einfach. Hier oben hat man jetzt vier Lagen Teppich. Ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal sehr geflucht habe. Ich bin optimistisch, dass das dieses Mal ohne Probleme klappt. Der Kameramann schmunzelt schon, denn er weiß, was kommt. Also ich habe Jeansnadeln und Ledernadeln. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich glaube, ich nehme Jeansnadeln. Das scheint mir doch eher ein Jeansstoff zu sein als ein Lederstoff. Also Leder ist kein Stoff, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ich stecke es mir jetzt noch ein, zwei Nadeln fest, damit es schön abschließt, weil es natürlich nicht perfekt in die Mitte gefaltet ist. Liebe IKEA-Mitarbeiter, bitte akkurater falten. Dann legen wir mal los. Bisschen Angst. So. Jetzt wird es schwierig. Man merkt sofort, wenn man auf diesen vierlagigen Bereich kommt. Ich habe aber jetzt mal irgendwo gehört, dass jemand dann diese paar Stellen einfach die Nadel weiter gedreht hat. Also praktisch nicht mit dem Fußpedal, sondern hier einfach dran gedreht und dass das dann funktioniert hat. Und ich habe gedacht, das muss ich mir merken. Und das geht tatsächlich auch relativ gut. Das ist ja zum Glück nur 10 cm. Also ich habe was ganz Tolles entdeckt an der Nähmaschine. Man kann auch einfach zurückdrehen. Jetzt habe ich hier gerade gedrückt, um zurück zu nähen, aber ich muss natürlich einfach zurückdrehen, ich Depp. Ich bin ja geradezu begeistert, wie das geklappt hat. Also ich war ganz hoch erfreut, dass es so gut ging, aber wenn ich die Naht jetzt ansehe, das hat den Oberfaden, Unterfaden nicht gecatcht. Ich weiß es gar nicht mal. Normalerweise kann man ja sagen, das ist ein Problem mit dem Ober- oder Unterfaden, aber es ist sowohl oben als auch unten einfach so große Laschen hier so. Also ich habe mich vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, eine Näharbeit von mir zu verlosen.
Ich gehe jetzt einfach nur mal drüber. Ich habe jetzt die Fadenspannung hochgedreht, also auf eine 5. Weil ich dachte, festes Material, feste Fadenspannung. Ich probiere es jetzt einfach mal. Also, ja, naja, in irgendeine Richtung muss man ja mal probieren. Ich kann ja daraus überhaupt nichts ableiten. Also, ich probiere es jetzt mal mit Fadenspannung 5. Die Nadel. Ach, die zieht so vor. Die Nadel knallt aufs Füßchen, weil sich die Nadel verbogen hat. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Jetzt ist die Nadel nicht gebrochen, jetzt ist sie so verbogen, dass sie gleich brechen wird, weil sie aufs Füßchen datzt. Vielleicht brechen wir dieses Video einfach ab und überlegen uns eine andere schöne Verlosung mit irgendwas, was ich gut kann. Wahnsinn. Scheiße. Geht denn sowas? Neue Nadel? Neue Fadenspannung. Vielleicht probiere ich es mal mit einer leichteren Fadenspannung. Ich sehe es jetzt gar nicht mehr, weil ich jetzt nicht weiß, ist das die erste Nadel oder die zweite? Ich habe jetzt die erste nicht rausgemacht, das war vielleicht doof. Also ich bin jetzt dreimal drüber. Das erste Mal hatte ich ja solche Laschen, das zweite Mal weniger. Das dritte Mal gar nicht mehr, aber ich muss auch zugeben, beim dritten Mal habe ich es nicht mehr so genau erkannt. Sieht aber jetzt ganz solide aus. Ich bin jetzt auch hier oben irgendwie noch zurück und hin und her, damit gerade da es auch ein bisschen sicherer ist. Und habe das Ganze jetzt mit einer Fadenspannung 2 gemacht, also mit einer sehr lockeren Fadenspannung. Kann natürlich auch sein, dass es gerade andersrum ist. Auf jeden Fall ist es bei mir die 2. Ausgeschlossen für die Verlosung sind Leute, die sehr, sehr gut nähen können und meine Nähte überprüfen. Also bitte nur teilnehmen, wenn ihr da ein bisschen Nachsicht mit mir habt. Zweite Seite. Klappt bestimmt wieder problemlos. Haben wir ja eigentlich schon die Tasche. Der einzige Trick dabei ist jetzt, dass man hier unten den Boden reinbekommt. Dafür brauchen wir nur noch eine Naht. Also wir nehmen jetzt hier einmal so über diese Ecke drüber und dadurch bildet sich unten Boden. Und dann hat man eigentlich schon die Tasche. Da muss man noch die Henkel dran nehmen. Das ist eigentlich echt ein cooles Projekt, weil man muss nichts zuschneiden und gucken und machen, sondern musst du eigentlich nur 1, 2, 3, 4 Nähte und die Dinger dran. Jetzt lege ich mir es flach auf, stecke es mir fest und gehe da nochmal drüber. Das gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Oh, da ist noch eine Nadel. Ich habe irgendwie auch ein Talent, in diese Nadel reinzugreifen. Also vielleicht ist Nähen echt einfach nicht mein Sport. Aber ich probiere es ja trotzdem immer wieder. Das Gute ist an diesen chaotischen Nähten, die Tasche ist ja so robust und das Material, das sieht man ja nicht. Also in dem Fall sieht man es wirklich nicht. Das ist eigentlich so simpel und dafür gibt es auch so Anleitungen, dass man das praktisch zum Blumenübertopf macht. Da macht man das dann halt noch ein Stückchen weiter innen. Ich mache jetzt noch die Henkel dran und dann ist das doch eine coole Tasche. Ich würde sie genau auf die roten Streifen setzen und dann ist das schön symmetrisch. Ich habe einfach einen ganz normalen schwarzen Faden genommen. Ich nehme den aber doppelt und dann gehe ich da jetzt doppelt drüber, weil das die Henkel halten ist ja eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Den ersten kann man ja jetzt eigentlich nicht allzu falsch setzen. Jetzt durch den Stoff und dann auf halbem Weg dann nochmal durch den Ding, weil ansonsten stochert man hier eben vor sich hin. Jetzt bringen wir es noch ein bisschen in Form, das gute Stück. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Eine Zuschauerin, die das schon ausprobiert hatte,
hat mir geschrieben, dass sie das so gelöst hat. Mit dem Boden hat sie eins von diesen IKEA-Brettchen zurechtgeschnitten und hat das unten reingemacht. Dadurch ist es richtig schön stabil und es hält sich alles so in Form. Das ist ein guter Tipp. Also, wenn ihr es nachmacht, kann man vielleicht auch irgendein... Ja, der Pappe ist wahrscheinlich nicht stabil genug, aber... Holz, vielleicht zu schwer. Ja, wenn man ein passendes Stückchen Holz hat, also irgendwie so ein dünnes. Ja, aber irgendwas einfach, was ein bisschen stabiler, das wirklich so unten ausbeult oder in Form hält. Das ist noch die ursprüngliche Faltkante, die ein IKEA-Mitarbeiter mal hier reingemacht hat. Jetzt machen wir das Ganze nochmal von vorne. Ich mache das Ganze nochmal von vorne. Ihr könnt ja die Zeit nutzen und mich in den Kommentaren wissen lassen, welche ihr davon gewinnen wollt, den Kanal abonnieren. Genau, und ich nehme mal hier los. Gerade eine Nadel abgebrochen, die mir hier ans Auge geflogen ist. Ich bin der einzige Mensch, der eine Schutzbrille braucht, um an der Nähmaschine zu arbeiten. Aber mach das Projekt unbedingt nach. Das ist voll schön. Also ich habe jetzt verschiedenste Strategien probiert, diese Henkel anzunähen. Ich hatte ja schon 4. So hoch, runter und dann von der anderen Seite hoch, runter, zurück. Oder immer doppelt drum oder irgendwie vorher fixieren und so. Aber im Endeffekt ist es piepegal. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man wirklich einfach zweimal drüber geht, dass der labilste Part gut gestärkt ist. Ich mache die Tasche jetzt hier noch fertig. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr uns hier folgt, dass ihr unsere Videos guckt, dass ihr uns immer so liebe Kommentare da lasst. Und wie gesagt, diesmal lasst mich wissen, welche Tasche euch besser gefällt und dann könnt ihr sie gewinnen. Abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns Dienstag und Sonntag wieder. Ich drücke euch die Daumen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.